Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht's hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime. Ich habe mir einen neuen Fall ausgesucht, den ich euch gerne vorstellen möchte. Und der Fall, um den es heute geht, ist tatsächlich einer der... Nein, nicht einer der. Tatsächlich der bizarrste Fall, mit dem ich es jemals zu tun bekommen habe, seit ich mich für wahre Verbrechen interessiere. Mir ist es ja immer ganz besonders wichtig, dass ihr bei meinen Videos den roten Faden nicht verliert. Dass ich in meiner Recherche einfach so gut wie möglich alles zusammentrage und in eine passable Form bringe, sodass ich den Fall euch darlegen kann und ihr euch dann am Ende eine Meinung bilden könnt. Ja, ich befürchte leider, dass weder das eine noch das andere bei diesem Fall bei den meisten von euch möglich sein wird. Denn auch bei mir war es so, dass ich während der Recherche mir oftmals die Haare gerauft habe und an einem gewissen Punkt einfach auch schon hinschmeißen wollte, weil ich mir sicher war, dass ich das niemals irgendwie alles in, ja, eine Reihenfolge bekomme, dass ihr euch am Ende halt auch was darunter vorstellen könnt, weil dieser Fall ist ein ewiges Auf und Ab. Kaum ist man, hat man das Gefühl, man ist fertig, fängt man vorne wieder an und umgekehrt, weil dieser Fall einfach völlig verrückt ist, völlig bizarr und deswegen war ich sehr skeptisch, ob ich ihn wirklich machen soll. Aber am Ende habe ich mir dann gedacht, gerade deswegen, weil er so ist, wie er ist, so unheimlich außergewöhnlich, hat er mich gereizt und deswegen... Ja, hat es jetzt auch wieder etwas länger gedauert, bis jetzt dieses nächste Video kam seit dem letzten, weil ich eben ein bisschen länger dran saß. Aber fangen wir doch einfach mal ganz am Anfang an. Und zwar müssen wir uns dazu mit einer Frau beschäftigen mit dem Namen Rebecca Sahau. Rebecca Sahau wird am 15. März 1979 in Südostasien, genauer gesagt in Burma, geboren. Sie wächst dort gemeinsam mit ihren 6 Geschwistern bei ihren Eltern in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Ihre Eltern haben nur eine kleine Hütte mit 2 Zimmern und dort schlafen sie dann auch gemeinsam mit ihren Kindern in einem Raum. Also ja, sie müssen sehr hart arbeiten, um diese 6 Kinder überhaupt durchbringen zu können. Rebeccas Vater allerdings engagiert sich sehr in der Politik, was zu dieser Zeit in diesem Land nicht sehr ungefährlich ist, sodass er sich auch immer wieder sehr, sehr starken Anfeindungen ausgesetzt ist. Darum beschließt die Familie, als Rebecca noch sehr klein ist, auswandern zu wollen. Zunächst einmal geht es für die Familie Sahau von Burma nach Indien, wo sie auch eine ganze Zeit lang leben. Dann allerdings beschließen sie, in die USA auswandern zu wollen. In den USA entwickelt sich Rebecca trotz ihrer etwas turbulenten Vergangenheit, die sie zu diesem Zeitpunkt schon hat, also die Schwierigkeiten in Burma, dann ja das Auswandern nach Indien, jetzt in die USA. Also sie hat als junger Mensch schon sehr, sehr viel erlebt. Trotzdem sehr, sehr gut. Sie gewöhnt sich schnell ein und entwickelt sich zu einer freundlichen, aufgeschlossenen, aber vor allen Dingen sehr, sehr fleißigen jungen Frau. Schon als kleines Kind war sie sehr diszipliniert und umso älter sie jetzt wird und jetzt, wo sie auch in den USA die Schule besucht, zeigt sich das umso mehr. Sie engagiert sich sehr für Projekte und egal auf welche Widerstände sie trifft, sie schafft es immer, dass von Anfang bis Ende durchzuziehen. Sie lässt sich nie unterkriegen oder einschüchtern, sondern wenn sie sich etwas vorgenommen hat, dann zieht sie das auch durch. Auch an ihren Noten merkt man, wie diszipliniert sie ist. Sie lernt unheimlich viel, unheimlich fleißig und dementsprechend schlägt sich das dann natürlich auch in ihren schulischen Leistungen nieder. Aber darüber hinaus ist Rebecca nicht nur, was ihre Schule oder Projekte angeht, sehr diszipliniert, sondern sie ist es auch mit sich selbst. Vor allen Dingen mit ihrem Körper. Sie achtet sehr streng auf eine gesunde Ernährung und treibt regelmäßig Sport. Sie gilt als sehr beherrscht und aufgeräumt auf der einen Seite, kann aber auf der anderen Seite hin und wieder auch locker lassen und einfach das Leben genießen. Nachdem sie ihren Abschluss in den USA mit Bravour besteht, da möchte Rebecca unbedingt etwas im medizinischen Bereich machen. Das stand für sie schon etwas länger fest, dass sie so diese Richtung einschlagen möchte. Allerdings war sie sich noch nicht ganz sicher, was sie genau machen will. Doch jetzt möchte sie erst einmal reisen nach ihrem Abschluss. Sie besucht einige Länder in Asien, aber unter anderem reist sie auch nach Europa, besucht mehrere Städte, unter anderem ist sie auch eine ganze Zeit lang in Deutschland. Bis sie sich dann halt auch darüber klar ist, was sie jetzt eigentlich machen möchte und dann wieder zurück in die USA zu ihren Eltern geht,
und beschließt, eine Ausbildung als Augentechnikerin zu beginnen. Ja, auch diese Ausbildung schließt Rebecca Sahau sehr gut ab und beschließt dann im Jahr 2009 von ihrer Familie, die ja immer noch in Missouri lebt, nach Phoenix zu ziehen. Denn dort gibt es eine sehr große Augenklinik, in der sie sich beworben hat und die sie auch angenommen haben. Und dementsprechend plant sie jetzt ihren Umzug. Ja, Mitte des Jahres 2009 beginnt also ihr neues Leben in Phoenix und sie lebt sich dort sehr schnell ein. Und durch ihre jetzt schon öfter angesprochene sehr, sehr extreme Disziplin, die sie nun einmal hat, aber auch durch die Leidenschaft jetzt für ihren neuen Beruf, steigt sie die Karriereleiter in dieser Klinik in Phoenix sehr schnell nach oben. Nicht nur steigt sie die Karriereleiter nach oben, sondern sie wird auch entdeckt und somit abgeworben. Und zwar von einer der renommiertesten Augenlaserkliniken des ganzen Landes, die sich ebenfalls in Phoenix befindet, nämlich Horizon LASIX. Ja, Horizon LASIX ist eine Klinik, die sich auf Augenkrankheiten spezialisiert hat, aber vor allen Dingen auch auf das Lasern der Augen. Und von dieser Klinik wird Rebecca abgeworben. Sie stellt sich dann in dieser Klinik auch noch einmal vor. Sie ist begeistert von den Möglichkeiten, die sich ihr dort bieten und nimmt diesen Job dann auch an. Ja, ihre Kollegen sind begeistert von ihr, von ihrer offenen, herzlichen Art und einfach auch von ihrer Einstellung gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber ihrem Umfeld. Sie ist sehr, sehr schnell sehr beliebt, auch in dieser neuen Klinik, und auch dort macht sie ihre Arbeit wirklich hervorragend. Rebecca hat auch zu dieser Zeit gegenüber ihrer Familie und vor allem auch ihrer Schwester Mary, mit der sie ein sehr, sehr enges Verhältnis hat, immer wieder kommuniziert, wie stolz sie darauf ist, dass sie jetzt in dieser Klinik anfangen konnte zu arbeiten. Und vor allen Dingen hat sie auch immer wieder erwähnt, dass sie sehr stolz war, dass diese Klinik sie abgeworben hat. Also für sie war das einfach etwas sehr, sehr Schönes, dass man ihre Leistungen so würdigt, dass man sie abwirbt und ihr jetzt quasi mehr Geld zahlt. Und sie ist auch sehr stolz darauf, jetzt mehr zu verdienen, selbstständig zu sein und für sich selbst sorgen zu können. Denn das war auch immer ihr großes Ziel. Sie verdient, wie gesagt, bei Horizon LASIX jetzt gutes Geld, aber sie schickt ihrer Familie jeden Monat $400 bis $600. Denn ihre Familie lebt ja immer noch in Missouri, ihre kleineren Geschwister leben auch noch bei den Eltern, es ist nicht ganz so einfach. Und dadurch, dass sie jetzt eben die Möglichkeit hat, ihre Familie finanziell zu unterstützen, tut sie das ab diesem Zeitpunkt dann auch. Im September 2009 dann, Rebecca ist zu dieser Zeit erst wenige Wochen bei Horizon LASIX tätig, da lernt sie in ihrer Arbeit einen Mann namens Jonah Shutney kennen. Jonah hat einen Termin bei Horizon vereinbart, weil er seinen Augen einer genaueren Untersuchung unterziehen möchte, denn er hat seit mehreren Wochen Probleme. Und diese Untersuchung soll jetzt Rebecca Sahau durchführen. Ja, bevor die Untersuchung beginnt, sind sich die beiden schon sehr sympathisch und auch nachdem der Termin beendet ist, unterhalten sie sich noch ein bisschen. Es ist von Anfang an eine sehr, sehr starke Sympathie und Anziehung zwischen den beiden da und sie kommen eben ins Gespräch und freunden sich tatsächlich so ein wenig bei diesem Termin in der Augenklinik an. Sie tauschen Nummern aus und in den nächsten Wochen treffen sie sich hier und da immer wieder, bevor sie dann Ende Oktober 2009 zum ersten Mal offiziell miteinander ausgehen. Es ist an dieser Stelle vielleicht einmal sehr, sehr wichtig zu wissen, dass Jonah Shutney wirklich ein sehr, sehr, sehr reicher Mensch ist. Er ist der Besitzer eines der größten Pharmakonzerne der USA und seine vielen, vielen, vielen Millionen hat er einige Jahre zuvor vor allen Dingen gemacht, weil er ein Mittel auf den Markt gebracht hat, das einen ähnlichen Effekt wie Botox hat. Es wird nur anders hergestellt und ist dementsprechend sehr, sehr beliebt und deswegen, unter anderem deswegen, ist Jonah Shutney mehrere Millionen Dollar schwer. Er besitzt viele Yachten und viele große Villen und Ferienhäuser, sowohl an der West- als aber auch genauso an der Ostküste der USA. Jonah ist sehr, sehr oft beruflich in Arizona, genauer gesagt eben in Phoenix, wo er ja eben auch Rebecca in dieser Augenklinik bei Horizon LASIX kennengelernt hat. Dadurch, dass er so oft in Phoenix ist, können sich die beiden in der Folgezeit auch immer öfter treffen. Sie gehen miteinander aus und verstehen sich nach wie vor wirklich gut und sie werden dann auch tatsächlich ein Paar. Doch
Immer mal wieder ist es so, dadurch, dass Jonah eben ein Geschäftsmann ist, der im ganzen Land unterwegs ist, dass die beiden viele, viele Wochen voneinander getrennt sind. Jonah verbringt zwar sehr viel Zeit in Arizona, doch die meiste Zeit des Jahres verbringt er in Kalifornien. Er fliegt immer wieder zu ihr, die beiden gehen miteinander aus, sie verstehen sich unheimlich gut, sie führen intensive Gespräche, sie machen auch viele Reisen zusammen. Und Freunde von Jonah Shucknight haben den Eindruck, dass er jetzt endlich die Frau fürs Leben gefunden hätte. Denn er war schon zweimal verheiratet und ja, beide Ehen gingen eben in die Brüche. Aber jetzt, so haben eben Freunde und Bekannte von ihm den Eindruck, hat er wohl endlich die richtige Frau gefunden mit Rebecca Sahau. Rebeccas Familie sieht das ganz ähnlich. Denn Rebecca erzählt natürlich auch ihren Eltern und ihren Geschwistern, dass sie einen wirklich außergewöhnlichen Mann kennengelernt hat und dass sie jetzt mit ihm auch eine Beziehung hat. Was ganz interessant ist und vielleicht auch ganz interessant für euch zu wissen ist, dass Rebecca bei ihrer Familie niemals über den immensen Reichtum von Jonah Shucknight gesprochen hat. Also immer wenn ihre Schwester gefragt hat, was macht er denn eigentlich so beruflich, dann meinte sie, ja, er ist in der Pharmaindustrie. Ja, und hat er ein Haus oder wo lebt er denn oder so? Da ist sie gar nicht so sehr drauf eingegangen. Also sie hat nie erwähnt, dass ihr neuer Freund mehrere Millionen Dollar schwer ist und Häuser im ganzen Land besitzt und Yachten und ja, also das hat sie alles nicht erwähnt und ihre Schwester hat im Nachhinein halt auch gesagt, dass Rebecca so etwas nicht wichtig war. Sie war ein Mensch, der immer auf eigenen Beinen stehen wollte und der immer für sich selbst sorgen wollte. Das war ihr sehr wichtig und sie hat gesagt, sie hätte den Eindruck gehabt, dass Jonah für Rebecca niemand war, der jetzt aus dem Grund für sie interessant ist, weil er so viel Geld hat. Ich glaube, das ist wichtig, an dieser Stelle einfach nochmal zu wissen. Nachdem Rebecca und Jonah 6 Monate zusammen sind, lernt sie dann auch seine Kinder kennen. Ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, dass Jonah Shucknight bereits 2-mal verheiratet gewesen ist. Mit seiner ersten Frau hat er 2 erwachsene Söhne und mit seiner zweiten Ehefrau Dina Shucknight, von der er bereits aber auch schon getrennt lebt, hat er einen 6-jährigen Sohn namens Max. Ja, Rebecca lernt also seine Kinder kennen und versteht sich mit allen 3 sehr gut. Vor allen Dingen aber mit dem 6-jährigen Max hat sie von Anfang an eine sehr, sehr innige Beziehung. Rebecca ist zu diesem Zeitpunkt Ende 20, hat selbst noch keine Kinder und Max ist für sie einfach ein kleiner Junge, den sie von Anfang an sehr in ihr Herz schließt. Immer wenn der kleine Max bei seinem Vater ist und Rebecca ist auch da, dann verstehen sich die beiden unheimlich gut. Rebecca nimmt sich bewusst viel Zeit für Max. Sie unternimmt viel mit ihm, sie spielt im Garten mit ihm Fußball, sie geht mit ihm schwimmen, sie malt auch unheimlich gerne und Max malt auch gerne und deswegen, ja, haben sich die beiden auch eine große Staffelei zusammengekauft, wo sie dann immer wieder auch stundenlang gemeinsam malen. Also es scheint eigentlich alles perfekt zu sein. Ja, wobei so ganz perfekt dann doch auch wieder nicht, denn es gibt ja da noch Dina Shucknight. Ich hatte es euch gerade vorhin schon gesagt, Dina Shucknight ist die 2. Ehefrau von Jonah und somit auch die Mutter des kleinen Max. Und ihr ist von Anfang an schon bewusst, dass ihr Sohn und die neue Freundin ihres Ex-Mannes sich sehr gut verstehen. Es gab wohl einige Auseinandersetzungen zwischen Dina und Rebecca, die aber eindeutig von Dina ausgingen. Als sie zum Beispiel Max einmal im Haus ihres Ex-Mannes abgeholt hat und dort auf Rebecca getroffen ist, kam es zwischen den beiden Frauen ja zu einer etwas heftigeren Diskussion, denn Rebecca hatte zu dem Zeitpunkt mit dem kleinen Max gemalt und er war eben voller Farbe und noch nicht fertig und Dina wollte ihn aber abholen und ja, Dina ist dann sehr wütend geworden und außerdem hätte sie es Rebecca auch so nicht sehr leicht gemacht. Sie hätte sie immer sehr herablassend behandelt. Rebecca hatte sich wohl um ein sehr gutes Verhältnis bemüht, aber Dina hat das alles sehr abgeblockt und hat Rebecca wohl auch mal als eine nicht sehr spektakuläre neue Liebschaft ihres Ex bezeichnet, die sowieso früher oder später wieder Geschichte wäre. Also man hat schon gemerkt, dass Dina Rebecca einfach nicht sehr mochte. Bei meiner Recherche, muss ich zugeben, ist mir dann auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen, das kann man auch vielleicht irgendwo verstehen. Ich meine, man hat einen 6-jährigen Sohn, man gibt ihm
dem Vater, der jetzt eine neue, junge, hübsche Freundin hat, die sich dann noch dazu mit dem Kind gut versteht, mit ihm malt, sich mit ihm beschäftigt und dann holt man das Kind ab und merkt, wie sehr das eigene Kind diese neue Beziehung des Ex-Mannes mag. Und das ist, glaube ich, für eine Mutter, also ich weiß es jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung, aber ich kann es mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Ja, das ist aber für euch auf jeden Fall wichtig zu wissen, deswegen an dieser Stelle, es hat alles sehr gut gepasst. Das Verhältnis zwischen Jonah Shaknai und Rebecca war zu diesem Zeitpunkt wundervoll. Genauso auch die Beziehung zwischen Rebecca und dem kleinen Max Shaknai. Aber Dina war so ein bisschen der Stachel in dieser Beziehung. Wir sind inzwischen Anfang des Jahres 2011 angekommen. Rebecca und Jonah führen nach wie vor eine sehr, sehr harmonische Beziehung. Doch hier und da gibt es wegen einem ganz bestimmten Punkt immer wieder Streit zwischen den beiden. Und das ist die lange Zeit, in der sie voneinander getrennt sind, wenn Jonah in Kalifornien ist. Er hat in Coronado, also an dem Küstenabschnitt in Kalifornien, wo es ja sehr, sehr viele große Villen gibt, direkt am Meer, ein unheimlich großes stattliches Anwesen, wo er eben die meiste Zeit des Jahres ist. Das ist nicht nur wegen seinem Beruf so, sondern vor allen Dingen auch wegen seinem kleinen Sohn Max. Denn Dina Shaknai lebt in Coronado gemeinsam mit Max und das ist natürlich auch ein Grund für Jonah, immer wieder dort längere Zeit im Jahr zu leben. Er hatte Rebecca in der Vergangenheit, in den letzten anderthalb Jahren, in der sie jetzt schon zusammen sind, immer wieder gefragt, ob sie nicht endlich mit ihm nach Kalifornien ziehen würde. Sie könnte in seinem großen Haus leben und er würde sich einfach sehr freuen, wenn die beiden nicht immer so weit voneinander getrennt sind, wie es eben nun mal ist, wenn jemand in Arizona und jemand in Kalifornien lebt. Aber Rebecca hat sich immer wieder geweigert. Sie hatte auch gegenüber ihrer Schwester das kommuniziert. Sie hat gesagt, dass sie so viel getan hat für ihren Beruf, dass Horizon Lasix für sie einfach eine weitere Karrierechance bedeuten könnte. Und sie möchte auf keinen Fall diesen Beruf aufgeben und nicht mehr in dieser Klinik arbeiten. Anfang 2011 führen die beiden dann aber über mehrere Wochen hinweg Gespräche über dieses Thema und Rebecca entscheidet sich dann doch, ihren Job bei Horizon Lasix aufzugeben und diesen Sommer 2011 mit Jonah nach Kalifornien zu gehen und sich dann eben dort mit ihm gemeinsam niederzulassen. Und eine weitere freudige Nachricht für Rebecca ist, dass der kleine Max auch in diesem Sommer 3 Wochen bei seinem Vater in seiner Villa verbringen wird. Und da sich Rebecca eben immer freut, wenn sie Max sieht, ist das ein sehr, sehr guter Start für sie in ein neues Leben in Kalifornien. Im Juni 2011 kommt Rebecca also in die Villa von Jonah Shaknai nach Coronado. Ja, dort zieht sie dann ein und sie fühlt sich dort auch sehr schnell wohl. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend direkt am Meer und das Haus ist natürlich traumhaft und sie lebt sich dort sehr schnell ein. Im Juli dann, also als die Sommerferien dann auch beginnen, kommt auch der kleine Max zu seinem Vater und ja, die drei haben eine sehr gute Zeit. Kommen wir nun zum 11. Juli 2011, einem wunderschönen sonnigen Morgen, den Jonah Shaknai wie jeden Morgen der letzten Wochen mit einem ausgiebigen Sportprogramm beginnt. Das macht er meistens und an diesem Tag hat er nach seinem Sportprogramm noch einen weiteren Termin mit Geschäftspartnern. Er sagt Rebecca bereits am Abend zuvor, dass er nach dem Sport mit diesen noch ausgiebig essen gehen würde und dann erst um die Mittagszeit wieder zurück in der Villa sein wird. Rebecca hat also, wie so oft in der Vergangenheit, die Aufgabe, den kleinen Max zu betreuen. Sie hat aber dabei auch Unterstützung, denn zu dieser Zeit hat Rebecca Besuch von einer ihrer jüngeren Schwestern, nämlich von Sarah. Sie ist von ihrer Familie jetzt zu ihrer Schwester Rebecca nach Kalifornien geflogen und ist schon einige Tage im Haus. Ja, Jonah macht sich also auf den Weg zu seinem Sport und anschließend zu dem Treffen mit seinen Geschäftsleuten und Rebecca, Max und auch Sarah bleiben zurück im Haus. 2 Stunden später. Rebecca hat an diesem Morgen, nachdem Jonah das Haus verlassen hat, für sich, Max und ihre Schwester Frühstück gemacht.
Anschließend hat sie ihrer Schwester gesagt, dass sie jetzt kurz ins Bad geht, während diese mit ihren Eltern in einem anderen Teil des Hauses telefoniert hat. Der kleine Max hat im Haus gespielt und Rebecca hat gesagt, dass sie dann anschließend etwas miteinander unternehmen werden, doch sie wollte jetzt erst noch in Ruhe ins Bad gehen. Dort ist sie dann auch eine Zeit lang, bis sie auf einmal ein unheimlich lautes, schepperndes, krachendes Geräusch aus einem anderen Teil des Hauses wahrnimmt. Sie stürzt aus dem Badezimmer, das sich im ersten Stock befindet, heraus und rennt an die Brüstung, wo die Treppe ist, und schaut nach unten, denn sie hat das Gefühl, dass das Geräusch irgendwo aus dieser Gegend hat kommen müssen. Und was sie dann dort unten im Foyer liegen sieht, das schockiert sie zutiefst. Denn was sie sieht ist, dass Max mit dem Gesicht nach unten im Foyer auf dem Fliesenboden liegt. Der Kronleuchter, der direkt über ihm liegt, hängt nur noch windschief und liegt in großen Teilen neben Max. Genauso auch wie sein Racer-Scooter, also sein kleiner Roller, der ebenfalls direkt neben ihm liegt. Rebecca stürzt die Treppen hinunter, rennt auf Max zu, dreht ihn um und stellt fest, dass er sehr verletzt ist. Er hat mehrere Wunden im Gesicht und am Körper und blutet, und sie versucht ihn anzusprechen. Max soll sie dann angesehen und gesagt haben, Ocean. Das Wort Ocean hat für Max eine besondere Bedeutung, denn so heißt der Hund seines Vaters. Das ist an dieser Stelle wichtig zu wissen, dass ihr euch das merkt, dass Rebecca eben auf Max zuging, dass er bei Bewusstsein war und dass er das Wort Ocean gesagt hat. Allerdings hat Max dann wohl kurz danach das Bewusstsein verloren und Rebecca hat dann sofort damit begonnen, ihn wiederzubeleben, denn sie hatte den Eindruck, dass er, nachdem er Ocean gesagt hat, ohnmächtig wurde und nicht mehr geatmet hat. Während sie also versucht, ihn wiederzubeleben, ruft sie nach ihrer Schwester, die sie zunächst nicht hört, weil sie in einem ganz anderen Bereich des Hauses ist. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Haus und Anwesen ist riesengroß. Aber nachdem sie ganz laut schreit, kommt ihre Schwester dann herbeigelaufen, die immer noch das Telefon in der Hand hält, weil sie ja mit ihrer Familie telefonieren wollte, und sofort die 911 wählt. Ja, ihre Schwester sagt dann am Telefon, dass es einen Unfall gegeben hat, dass ein kleiner Junge schwer verletzt ist und dass bitte sofort jemand kommen soll. Wenige Minuten später ist dann auch der Notarzt am Anwesen von Jonah Shaknai und sie stürmen ins Haus und ja, machen da weiter, wo Rebecca im Endeffekt gerade aufgehört hat, nämlich mit der Wiederbelebung. Ja, sofort beginnen sie natürlich, Max vorzubereiten, um mit ihm ins Krankenhaus zu fahren. Und Rebecca ruft dann natürlich auch sofort Jonah an, der ja immer noch beim Sport ist, beziehungsweise eben wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon bei dem Geschäftsessen. Und sie erreicht ihn auch und Jonah fährt natürlich sofort zurück nach Hause. Er trifft gerade zu dem Zeitpunkt ein, als Max in das Notarztauto eingeladen wird. Und er fährt natürlich sofort mit seinem Sohn gemeinsam ins Krankenhaus, während Rebecca und ihre Schwester im Haus bleiben. Denn es ist, und das wusste ich auch nicht, in den USA so, dass wenn ein Kind unter 10 Jahren verletzt wurde bei einem Unfall im Haus, dass dann nicht nur der Krankenwagen kommt, sondern gleichzeitig auch die Polizei. Und diese trifft dann auch zeitgleich ein, als eben der Notarztwagen Max ins Krankenhaus bringt und Jonah mitfährt. Und die Polizei möchte jetzt von Rebecca wissen, was denn eigentlich passiert ist. Wie man sich vorstellen kann, steht Rebecca unter Schock. Sie hatte die Verantwortung für Max und es ist eben jetzt dieser grausame Unfall passiert, wo bisher noch keiner weiß, ob Max das Ganze überhaupt überleben wird. Sie ist sehr angespannt und braucht eine Zeit lang, bis sie den Polizisten überhaupt klare Antworten geben kann. Aber als sie sich dann halbwegs gefangen hat, beginnt sie dem Polizisten zu sagen, was an diesem Morgen passiert ist. Sie sagt, sie hätte das Frühstück gemacht, anschließend wäre ihre Schwester zum Telefonieren gegangen und sie wäre ins Bad, während Max mit seinem Roller im Haus herumgefahren wäre. Normalerweise war es so, dass es Max nicht erlaubt war, im Haus mit seinem Racer-Scooter herumzufahren. Also Jonah Shaknai hat das nicht so gerne gesehen. Er hat zu seinem Sohn gesagt, wenn er mit dem Roller fahren möchte, dann soll er in den Garten hinausgehen oder auf der Straße fahren. Im Haus wollte er das nicht so gerne, aber Rebecca hat es Max eben immer trotzdem erlaubt. Also ja, sie wollte ihm das einfach nicht verbieten und als sie gesehen hat, dass Max eben mit dem Roller gefahren ist und sie jetzt ins Bad wollte, hat sie gesagt, ja, fahr ruhig, mach. Ne, und hat ihn dann einfach fahren lassen.
Rebecca sagt dann auch in ihrer ersten Aussage, dass sie eben dieses laute, scheppernde Geräusch gehört hätte und dann eben Max dort unten hat liegen sehen und sofort damit begonnen hat, ihn zu versuchen anzusprechen, was ihr auch gelungen wäre. Sie sagt bei dieser Aussage dem Polizisten, dass Max das Wort Ocean gesagt hätte und dass das eben der Hund von Jonah Shacknai ist. Dann wäre er allerdings ohnmächtig geworden und sie hätte versucht, ihn wiederzubeleben, nachdem sie den Eindruck gehabt hätte, dass er nicht mehr atmet. Sie sagt den Polizisten auch, dass sie selbst aus medizinischem Bereich kommt, dass sie dort arbeitet und dass sie eben ja gemerkt hat, dass Max jetzt in einem sehr, sehr kritischen Zustand ist und deswegen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen hätte. Die Polizei verschafft sich dann einen ersten Eindruck rund um diese Unfallstelle, könnte man sagen, und sie rekonstruieren so ein bisschen, dass Max wohl nicht die Treppe hinuntergefallen ist, denn auf der Treppe an sich würde es dafür keine Anzeichen geben, sondern sie gehen vielmehr davon aus, dass Max oben an der Treppe am langen Gang mit seinem Roller gefahren ist und dann irgendwie so schnell unterwegs war mit dem Roller, dass er nicht mehr bremsen konnte, bevor er an dem Treppengeländer, das seitliches ankam, und einfach über das Treppengeländer mitsamt seinem Roller hinübergeflogen und durch den Schacht der Treppe nach unten gefallen wäre und dann eben mit dem Kopf voraus unten auf dem Fliesenboden gelandet wäre. Also das ist so die erste Rekonstruktion, die die Polizei in den ersten Minuten, nachdem sie dort mit Rebecca gesprochen haben und sich umgesehen haben, geschlussfolgert hat. Das Spurenbild zeigt tatsächlich auch, dass es genau so oder so ähnlich gewesen sein könnte. Doch während die Polizei weitere Informationen von Rebecca und ihrer Schwester haben möchte und sich weiterhin im Haus umsieht, spielen sich derweil im Krankenhaus katastrophale Szenen ab. Max wurde nämlich inzwischen in der Notaufnahme aufgenommen und mehrere Ärzte kümmern sich sofort um den Sechsjährigen. Jonah Shacknai hat natürlich bereits im Krankenwagen seine Ex-Frau und Mutter von Max, Dina, angerufen, die sich natürlich auch sofort auf den Weg ins Krankenhaus macht. Als Dina dort ankommt, spricht Jonah gerade mit dem Arzt, der sie über den sehr, sehr kritischen Zustand von Max informiert. Er hätte schwere Kopfverletzungen, genaueres könnte er aber erst sagen, wenn eben ein MRT und weitere Untersuchungen gemacht worden sind. Ja, Dina bekommt, das kann man sich vorstellen, natürlich einen totalen Nervenzusammenbruch. Es ist ihr einziges Kind, das jetzt gerade schwer verletzt mit dem Leben ringt und sie ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, völlig fertig, genauso wie Jonah. Ja, die beiden sitzen dann zusammen und Dina möchte wissen, was denn eigentlich passiert ist und Jonah, der zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht genau weiß, was passiert ist, weil er ja direkt mit Max ins Krankenhaus gefahren ist, sagt Dina einfach nur, dass er morgens eben Sport gemacht hat und er eben Max in der Obhut von Rebecca gelassen hätte. Ja, daraufhin muss Dina Shacknai dann völlig ausgeflippt sein und Jonah vorgeworfen haben, dass er einfach niemals den Kleinen mit Rebecca hätte alleine lassen dürfen und macht ihm sehr, sehr schwere Vorwürfe. Jonah wiederum allerdings verteidigt Rebecca an dieser Stelle noch und sagt, dass Dina froh sein kann, dass Rebecca überhaupt da gewesen ist, denn ansonsten hätten sie Max wahrscheinlich schon verloren, denn sie hat ja sofort damit begonnen, ihn wiederzubeleben und wenn sie nicht da gewesen wäre, dann ja, hätte das Ganze auch noch viel schlimmer ausgehen können, als es jetzt im Augenblick ohnehin schon ist. Ja, trotzdem, dass die beiden erst einmal sehr heftig aufeinander geprallt sind, kommen sie dann auch wieder zueinander und nehmen sich auch in die Arme, denn es geht jetzt um das Leben ihres gemeinsamen Sohnes und sie beschließen, jetzt gemeinsam für ihn da zu sein und beide so lange im Krankenhaus zu bleiben, bis es Neuigkeiten gibt. Während also Dina und Jonah Shacknai im Krankenhaus um das Leben ihres Sohnes bangen, fährt die Polizei inzwischen aus der Villa von Jonah Shacknai wieder ab. Denn es sieht alles, wie gesagt, nach einem sehr, sehr schweren, tragischen Unfall aus und die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt dort einfach nicht mehr zu ermitteln. Rebecca und ihre Schwester bleiben im Haus zurück. Und diese versucht jetzt natürlich erst einmal Jonah zu erreichen. Doch da er im Krankenhaus ist, ist er aktuell nicht erreichbar. Rebecca möchte einfach wissen, wie es Max geht, ob es schon irgendwas Neues gibt, aber sie erreicht ihn nicht und ruft deswegen ihre ältere Schwester Mary an, mit der sie, wie ich euch ja vorhin schon gesagt habe, ein sehr, sehr inniges Verhältnis hat.
Ja, sie erreicht Mary dann auch und spricht lange mit ihr und sagt ihr eben, was an diesem Morgen passiert ist. Und Mary hat dann im Nachhinein ausgesagt, dass Rebecca sich natürlich sehr, sehr aufgewühlt angehört hat, dass sie sich sehr große Sorgen macht, aber dass sie auch gleichzeitig sehr hoffnungsvoll war, dass Max doch nicht allzu schwer verletzt ist und dass es ihm bald wieder besser geht. Also sie war unter Schock natürlich immer noch, aber sie war auch wieder sehr, sehr hoffnungsvoll. Also so kam es ihrer Schwester auf jeden Fall am Telefon vor. Allerdings hat Rebeccas Schwester dann auch noch ausgesagt, später bei der Polizei, dass bei diesem Telefonat Rebecca mehrfach gesagt hat, Dina's going to kill me, Dina's going to kill me. Also Dina wird mich umbringen, sie wird mich umbringen. Ja, also Rebecca hatte wohl, trotzdem, dass sie sehr hoffnungsvoll gewesen ist, dass Max vielleicht doch bald wieder auf den Beinen sein wird, Angst gehabt, dass Dina Shacknai sie jetzt umbringen wird, weil sie eben, ja, nicht so auf Max aufgepasst hat, dass dieser Unfall hätte verhindert werden können. In den frühen Abendstunden schafft es Rebecca dann aber zu Jonah, der ja immer noch im Krankenhaus ist, durchzukommen und die beiden sprechen zum ersten Mal miteinander, seit Jonah eben mit dem Notarztwagen mitgefahren ist. Und Rebecca möchte natürlich wissen, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt, doch es gibt nach wie vor nichts Neues über Max Gesundheitszustand. Die Ärzte müssen einfach noch mehrere Untersuchungen machen, um da genaueres sagen zu können. Der Zustand ist aber sehr, sehr kritisch. Ja, Rebecca entschuldigt sich in diesem Telefonat mehrfach bei Jonah, sagt, wie leid es ihr tut, dass sie nicht besser auf Max aufgepasst hat. Doch Jonah unterstützt sie. Er sagt ihr, dass es ein Unfall gewesen ist und dass sie sich nicht zu große Vorwürfe machen soll. Das würde jetzt auch niemanden etwas bringen, am allerwenigsten ihr selbst. Am nächsten Morgen, also dem 12. Juli 2011, fährt Rebecca gleich ganz früh am Morgen ihre kleine Schwester Sina zum Flughafen nach San Diego. Nach dem, was am Tag zuvor passiert ist, möchte sie natürlich wieder nach Hause zu ihren Eltern. Sina ist auch noch sehr jung, also wenn ich das richtig gelesen habe, ist sie erst 16 zu diesem Zeitpunkt. Und ja, sie möchte jetzt einfach wieder nach Hause zu ihren Eltern. Das Ganze hat sie wohl auch sehr geschockt und deswegen fährt Rebecca sie morgens direkt zum Flughafen. Allerdings fährt sie nicht nur zum Flughafen, um ihre kleine Schwester dorthin zu bringen, sondern gleichzeitig jemanden vom Flughafen abzuholen. Nämlich den 6 Jahre jüngeren Bruder von Jonah Shacknai, Adam Shacknai. Ja, Adam hat natürlich von seinem Bruder tags zuvor erfahren, was denn seinem Neffen passiert ist, und er erklärt sich sofort bereit, nach Kalifornien zu fliegen, um für seinen Bruder da zu sein, um ihn zu unterstützen, und Rebecca erklärt sich bereit, ihn eben vom Flughafen abzuholen. Sie liefert ihre Schwester ab und Adam Shacknai steigt zu ihr ins Auto ein und die beiden fahren jetzt direkt ins Krankenhaus. Denn Adam möchte bei seinem Bruder und bei seinem Neffen sein. Und Rebecca geht tatsächlich auch mit ins Krankenhaus, allerdings geht sie nicht so weit mit, dass sie auf Dina trifft. Jonah, der die ganze Nacht wach war und nichts gegessen hat, beschließt jetzt, mit Rebecca und seinem Bruder Adam essen zu gehen. Im Krankenhaus gibt es eine Kantine und die drei sitzen dort zusammen. Allerdings geht es Max zu diesem Zeitpunkt sehr viel schlechter. Sein Zustand hat sich verschlechtert und deswegen ist es ein sehr, sehr schweigsames Essen. Also die drei sitzen eben zusammen, aber es wird nicht sehr viel gesprochen. Adam erklärt sich jetzt bereit, in den nächsten Wochen auf jeden Fall bei seiner Familie, bei seinem Bruder sein zu wollen, und Jonah bietet ihm an, auf seinem Anwesen im Gästehaus zu wohnen. Denn es gibt ein Haupthaus und es gibt aber auf diesem Anwesen auch noch ein Gästehaus, und dort möchte jetzt Adam Shacknai in den nächsten Wochen leben. Ja, Jonah möchte aber natürlich weiterhin bei seinem Sohn im Krankenhaus bleiben, deswegen fahren Rebecca und Adam jetzt alleine zum Anwesen der Shacknais. Dort geht dann Adam sofort ins Gästehaus. Ich werde euch hier auch nochmal ein Bild einblenden von oben, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie weit dieses Gästehaus vom Haupthaus entfernt ist. Also ihr müsst euch vorstellen, Rebecca lebt ja gemeinsam mit Jonah im Haupthaus. Das Gästehaus, da lebt ja keiner, nur wenn eben ein Gast da ist, so wie es eben Adam jetzt ist. Und als die beiden dort ankommen, zieht er dann sozusagen ins Gästehaus ein und Rebecca geht ins Haupthaus und ja, ist dann auch einfach ziemlich fertig von allem und telefoniert dann in den Abendstunden ein letztes Mal mit ihrer Schwester Mary.
Ja, gegen 20 Uhr am Abend telefonieren also die beiden Frauen erneut miteinander. Mary möchte natürlich auch wissen, ob es was Neues gibt von Max. Und Rebecca sagt, dass sie heute eben im Krankenhaus gewesen ist, aber dass es eben eher schlechter um Max steht als noch ein paar Stunden zuvor. Aber sie sagt auch zu ihrer Schwester in diesem Telefonat, dass sie am nächsten Tag ziemlich früh aufstehen möchte, weil sie ins Krankenhaus fahren will. Sie möchte bei Jonah sein und sie möchte auch mit Dina sprechen, um ihr einfach persönlich zu erklären, dass es ein Unfall gewesen ist und sich auch bei ihr entschuldigen. Also das sagt sie Mary um 20 Uhr an diesem Abend. Einige Stunden später. Es ist kurz nach 0 Uhr in der Nacht vom 12. auf dem 13.07. Da klingelt Rebecca Sahaus Handy. Ihr Freund Jonah versucht sie vom Krankenhaus aus zu erreichen. Er möchte unbedingt mit ihr sprechen, denn der Arzt war gerade bei ihm und Dina und hat ihnen gesagt, dass sich Max' Zustand leider rapide verschlechtert hat und er ihm inzwischen so gut wie keine Überlebenschance mehr einräumt. Jonah Schackner ist völlig verzweifelt und möchte mit Rebecca sprechen, doch als er sie eben anruft, da erreicht er nur die Mailbox. Er spricht ihr aber dann genau das auf die Mailbox. Also er spricht ihr drauf, wie sehr sich Max' Zustand jetzt verschlechtert hat und dass er wahrscheinlich nicht überleben wird. Am nächsten Morgen, also nicht einmal 48 Stunden, nachdem der kleine Max ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, bekommt die 911 erneut einen Anruf vom Schacknei-Anwesen. Diesmal allerdings von Adam Schacknei. Er sagt am Telefon der 911-Operatorin, dass er gerade aufgestanden wäre und vom Gästehaus hinüber über den Rasen ins Haupthaus gegangen wäre, als er dort die Freundin seines Bruders gefunden hätte. Diese würde mit einem Seil um den Hals erhängt den Balkon hinunterbaumeln. Ja, die Frau, die am Telefon den Notruf entgegennimmt, fragt natürlich sofort, ob Adam sagen kann, ob sie noch lebt. Doch dieser sagt, dass er das nicht sagen kann und dass bitte sofort jemand kommen muss, denn sie hätte sich wohl offensichtlich erhängt. Ja, nur Minuten später ist also erneut der Notarzt am Anwesen von Jonah Schacknei und sie laufen hinüber zum Rasen, wo sie auf Adam treffen, der inzwischen neben Rebecca auf dem Rasen kniet und versucht, sie wiederzubeleben. Adam hatte ja am Telefon gesagt, dass sie sich erhängt hat und auf dem Balkon hinunterhängt. Und das Erste, was einer der Notärzte fragt, ist, wie sie denn jetzt auf den Rasen kommt, und Adam sagt, dass er sie losgeschnitten hätte. Also er hätte sich eine Leiter geholt und wäre dann hinaufgestiegen mit einem Messer und hätte das Seil durchgeschnitten. Rebecca wäre dann eben hinunter auf den Rasen gefallen und er hätte versucht, sie wieder zu beleben, denn ja, er hätte einfach nachschauen wollen, ob sie noch lebt, und das hätte er eben nicht sehen können, weil sie eben dort oben hing und deswegen hätte er das Seil durchgeschnitten, aber ja, er hätte dann festgestellt, dass sie nicht mehr atmet und deswegen jetzt mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Der Notarzt macht dann nur kurz weiter, denn es ist klar, dass Rebecca schon einige Zeit tot ist. Ich werde euch jetzt an dieser Stelle einige Bilder einblenden, wie Rebecca Sahau auf diesem Rasen von den Notärzten vorgefunden wurde, als die dort ankamen. Ich muss dazu sagen, dass diese Bilder nicht ganz ohne sind, zumindest wahrscheinlich für einige von euch da draußen, denn sie zeigen Teile von Rebecca und sie zeigen auch eben Dinge, die an ihr gefunden wurden zu diesem Zeitpunkt. Falls ihr das nicht sehen wollt oder euch das zu heftig werden könnte, wenn ihr euch selbst so einschätzt, werde ich euch hier jetzt eine Zeit einblenden, wo ihr dann wieder ins Video einsteigen könnt. Nachdem die Notärzte nur noch den Tod von Rebecca feststellen können, sehen sie sich ihren Körper einmal genauer an und das Erste, was ihnen auffällt, ist, dass sie splitterfasernackt ist. Also sie hat nichts an. Ihre Hände sind mit einem roten, dicken Seil auf dem Rücken mit einem sehr, sehr signifikanten Knoten zusammengebunden. Auch ihre Füße sind mit demselben roten Seil zusammengebunden. Und um ihren Hals liegt eine Schlinge, die aus demselben roten Seil besteht. Darüber hinaus hat sie an ihrem Hals ein blaues T-Shirt, das ebenfalls herumgewickelt ist,
Und es sah so aus, als ob sie dieses T-Shirt zum Teil im Mund gehabt hätte. Selbstverständlich wird daraufhin vom Notarzt sofort die Polizei informiert, die jetzt wieder bei den Schacknais ankommt und eben sofort mit Adam sprechen möchte und erfahren möchte, was jetzt ganz genau passiert ist. Adam sagt, er wäre morgens im Gästehaus aufgewacht und wollte hinüber zum Haupthaus gehen, um mit Rebecca zusammen zu frühstücken und dann anschließend mit ihr ins Krankenhaus zu fahren. Als er dann über den Rasen ging, dann hätte er gesehen, dass Rebecca dort eben vom Balkon an dieser roten Schnur, an diesem roten Seil hinunterhängt und wäre natürlich zu Tode erschrocken und hätte daraufhin sofort den Notruf gewählt. Dieser Notruf ist auch aufgezeichnet und in diesem Notruf, das hatte ich euch ja gerade schon gesagt, hat Adam eben genau das erzählt. Ja, die Operatorin hat ihn ja am Telefon gefragt, ob er sehen kann, ob Rebecca noch lebt und er hat gesagt nein, doch als er dann aufgelegt hat, hat er sich eben spontan eine Leiter geholt und ist mit einem Messer hinaufgestiegen und hätte das Seil durchgeschnitten, sodass er Rebecca, so sagt er es bei der Polizei, noch helfen hätte können, wenn sie denn noch gelebt hätte, aber dazu hätte er sie eben abschneiden müssen. Nachdem Rebecca dann eben auf das Gras gefallen ist, hätte er sofort versucht, sie wiederzubeleben, bis dann der Notarzt eingetroffen ist. Genau das sagt er der Polizei. Kurz nachdem er diese erste Aussage gemacht hat, hat aber jetzt Adam Shacknai das Schlimmste noch vor sich. Denn er muss jetzt seinen Bruder Jonah anrufen, der nach wie vor immer noch bei seinem Sohn im Krankenhaus sitzt, der in Lebensgefahr schwebt und dessen Zustand sich ja offensichtlich jetzt weiterhin verschlechtert hat. Und er muss ihm jetzt sagen, dass sich seine Freundin erhängt hat. Ja, als Jonah Shacknai dann diese Nachricht bekommt, ja, man kann sich vorstellen oder vielleicht auch nur sehr schwer vorstellen, wie in meinem Fall, was in diesem Mann dann vorging. Also mehrere Zeugen, die im Krankenhaus eben diese Situation auch mitbekommen haben, haben gesagt, dass Jonah völlig in Tränen ausgebrochen ist, dass er aus, ja, dem Zimmer seines Sohnes hinausgestürmt wäre. Dina wäre ihm dann auch hinterhergelaufen und hätte gefragt, was denn jetzt los sei. Und Jonah hätte dann eben gesagt, dass Rebecca sich umgebracht hat, dass sie heute Morgen von Adam erhängt aufgefunden worden ist. Und er hat dann auch sofort Dina erzählt, dass es seine Schuld wäre, dass Rebecca sich umgebracht hat. Er begründet das damit, dass er schuld ist, dass er ja Rebecca um kurz nach 0 Uhr auf die Mailbox gesprochen hat, dass sich Max Zustand so rapide verschlechtert hat und dass er wahrscheinlich sterben wird. Und er rekonstruiert jetzt, dass Rebecca offensichtlich diese Nachricht doch noch abgehört hat und deswegen sich jetzt das Leben genommen hat, weil sie damit einfach nicht zurechtkam, dass Max jetzt wahrscheinlich sterben wird. Jonas Aufgabe ist es, nachdem er das erfahren hat, jetzt natürlich auch Rebeccas Familie anzurufen. Er erreicht ihre Schwester Mary und erzählt ihr am Telefon, dass ihre Schwester tot ist. Ja, nachdem das Ermittlungsteam des örtlichen Police Department sich im Haus umgesehen und alles, was in den letzten 48 Stunden dort passiert ist, zusammennehmen, beschließen sie, dass jetzt eine speziell ausgebildete Spezialeinheit aus San Diego angefordert werden muss, denn sie sind jetzt einfach diesem Fall nicht mehr gewachsen. Unter der Leitung von Angela Sweda trifft auch 2 Stunden später dieses Ermittlungsteam am Haus der Shacknais ein und sie möchten sofort sämtliche Informationen haben, was denn überhaupt passiert ist. Nicht nur, was jetzt offensichtlich hier gerade mit Rebecca Sahau passiert ist, sondern auch, was viele Stunden vorher ebenfalls schon in diesem Haus mit Max Shacknai geschehen ist. Ja, als sich die Ermittlungsleiterin jetzt ein erstes Bild gemacht hat, wird ihr klar, dass mit diesem Selbstmord hier etwas ganz und gar nicht stimmen kann. Eine Frau, die sich selbst erhängt, hat auf dem Rücken zusammengebundene Hände, zusammengebundene Füße, eine Schlinge um den Hals und ein T-Shirt in ihrem Mund. Ja, nachdem sich das Team jetzt mit den Informationen, die bisher bekannt sind, vertraut gemacht hat, beschließen sie in den nächsten Stunden das komplette Anwesen Zentimeter für Zentimeter genauestens zu untersuchen und sie starten in der Garage. Dort finden sie auch schon ein erstes wichtiges Indiz, nämlich den Rest des roten Seiles, das an mehreren Körperstellen an Rebeccas Leiche gefunden wurde.
Das Seil hat ihre Arme und ihre Beine zusammengebunden und das ist auch das Seil, was um ihren Hals lag. Und die Reste finden sie in der Garage. Als sie dort allerdings keine weiteren Spuren finden, machen sie sich daran, das Haupthaus zu durchsuchen und sie möchten mit dem Raum natürlich beginnen, wo der Balkon hinausgeht, an dem Rebecca erhängt aufgefunden wurde am Morgen von Adam. Sie gehen also ins Haus und betreten dieses Zimmer. Als die Ermittler das Zimmer betreten, finden sie am Fuß des Bettes das rote Seil, das dort festgebunden ist und dann vom Bett aus auf den Boden entlang durch das komplette Zimmer bis hinaus auf den Balkon führt und dort eben hinunterhängt. Außerdem finden sie auf dem Boden des Zimmers mehrere Gegenstände, so zum Beispiel zwei Messer. Ein etwas größeres und ein etwas kleineres Messer. Außerdem haftet an beiden Messern Blut an und sie finden auch mehrere kleine Blutstropfen ebenfalls auf dem Teppichboden. Darüber hinaus finden sie auch Rebeccas Handy, das ebenfalls auf dem Boden liegt, und ein Handtuch. Während sich also jetzt nach diesem ersten Überblick, den sich die Ermittler verschafft haben, die Forensik mit ihrer Arbeit beginnt und zunächst einmal nach Fingerabdrücken sucht, stellen die Polizisten an der Außenseite dieser Tür dieses Gästeschlafzimmers fest, dass dort etwas geschrieben steht. Das ist ihnen zunächst nicht aufgefallen, als sie ins Zimmer hineingingen, weil die Tür weit offen gestanden hat. Jetzt allerdings, als sie die Tür sich genauer anschauen, sehen sie, dass auf der Außenseite etwas steht. Folgender Satz ist auf der Tür mit schwarzen Großbuchstaben niedergeschrieben worden. She saved him, can you save her? Sie hat ihn gerettet, kannst du sie retten? Die Forensik findet neben Rebeccas Handy, den beiden Messern und dem Handtuch jetzt aber auch neben dem hinteren Teil des Bettes, das in diesem Zimmer steht, zwei Pinsel und auch eine schwarze Farbtube, mit der offensichtlich dieser Satz an die Tür geschrieben worden ist. Es konnte im Nachhinein ermittelt werden, dass sowohl die Pinsel als auch die Farbe aus Rebeccas Malsammlung stammt. Wenn ihr an dieser Stelle jetzt denkt, dass es nicht noch verrückter werden kann, dann passt gut auf. Denn die Ermittler finden in dem Raum ebenfalls ein Buch. Und zwar ist es ein Buch über Hexerei. Als sie sich das Buch genauer anschauen, fällt ihnen auf, dass es innerhalb des Buches, innerhalb der Seiten, eine Markierung gibt. Als sie diese Markierung aufschlagen, sehen sie vor sich eine Seite, die circa in der Mitte des Buches ist, wo es mehrere Zeichnungen gibt. Als sie sich die Zeichnungen genauer ansehen, stellen sie fest, dass dort abgebildet ist, wie eine Frau auf dem Rücken mit zusammengebundenen Händen auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefesselt worden ist. Und zwar ist das sehr, sehr ähnlich zu der Fesselung, die an Rebeccas Händen und Füßen stattgefunden haben muss, als man sie aufgefunden hat. Es wird ein sehr, sehr, sehr langer restlicher Tag und auch eine sehr, sehr restliche lange Nacht für die Forensik, die in diesem Haus jede Menge zu tun hat. Alle Spuren werden natürlich gesichert. Es werden sämtliche Dinge, die auf dem Boden gefunden worden sind, natürlich eingetütet und sofort ins forensische Labor geschickt. Es wird die Tür aus den Angeln herausgenommen, wo eben diese kryptische Botschaft drauf stand, und auch diese wird ins Labor gebracht. Der Teppichboden wird teilweise entfernt, der Balkon wird genauestens fotografiert, das Seil wird auf Fingerabdrücke, DNA, alles untersucht, was man sich vorstellen kann. Und Adam Shacknai wird gebeten, mit auf die Polizei zu kommen, denn er war der Auffindungszeuge, er war derjenige, der Rebecca gefunden hat. Und man möchte ihn jetzt eben auf dem Polizeirevier noch einmal genauestens befragen. Dort angekommen wiederholt Adam noch einmal, was er bereits den Polizisten, die zuerst am Haus angekommen sind, gemeinsam mit den Notärzten erzählt hat, wie er Rebecca aufgefunden hat. Doch die Polizei fragt ihn auf dem Revier dann eben, ob er sich einem Lügendetektortest unterziehen wollen würde. Und Adam stimmt sofort zu. Er wird bei diesem Lügendetektortest eben befragt, unter anderem,
ob er die Wahrheit sagt, ob es irgendetwas gibt, was er den Ermittlern verschweigt, ob er irgendetwas mit dem Tod von Rebecca Sahau zu tun hat, und Adam antwortet auf alle diese Fragen mit Ja oder Nein, je nachdem. Also wenn er natürlich gefragt wurde, ob er etwas mit dem Tod von Rebecca zu tun hat, sagt er Nein. Wenn er gefragt wurde, ob er die Wahrheit sagt, sagt er Ja. Also unterm Strich, er hat mit dem Tod von Rebecca nichts zu tun und alles, was er bisher der Polizei gesagt hat, ist die Wahrheit. Nachdem der Lügendetektortest ausgewertet ist, ist das Ergebnis nicht auswertbar. Das kommt hin und wieder mal vor, wenn man einen Lügendetektortest auswertet, dass man eben ein Ergebnis hat, das aber nichts Bestimmtes anzeigt. Es gibt viele Lügendetektortests, die sofort anzeigen, dass diese Person offensichtlich lügt oder dass sie die Wahrheit sagt. Es gibt auch immer wieder Tests, die einfach kein Ergebnis anzeigen, und so ist es hier. Das heißt, dass dieser Lügendetektortest von Adam Shacknai nichts ergeben hat. Man kann nicht sagen, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Inzwischen hat auch die Presse Wind davon bekommen, dass es jetzt erneut im Haus der Shacknais eine Katastrophe gegeben hat. Einige Stunden zuvor haben eben schon einige Journalisten Wind davon bekommen, dass Max eben diesen tragischen Unfall hatte, und jetzt haben sich natürlich unheimlich viele Journalisten vor dem Anwesen eingefunden, nachdem sich jetzt Rebecca offensichtlich erhängt hat. Das Ganze ist natürlich für die Presse ein gefundenes Fressen, und trotzdem, dass die Polizei das gesamte Haus und Anwesen abgesperrt hat, ist jede Menge los. Das Tragische daran ist, dass die Presse auch einen Hubschrauber zur Verfügung hat, der über dem Anwesen fliegt, und Rebeccas Leiche zu diesem Zeitpunkt noch nicht abtransportiert wurde, eben weil man noch viele Fotos und Bilder machen wollte, um da einfach nichts außer Acht zu lassen, um alles genauestens nochmal zu dokumentieren. Und dieser Hubschrauber, der eben über dem Shacknai-Anwesen fliegt, filmt jetzt, wie Rebeccas gefesselter, nackter Körper dort unten auf dem Rasen liegt, und das Ganze kommt in den Nachrichten. Und das Schlimme daran ist noch, als wäre das jetzt nicht schon grausam genug, dass Rebeccas Familie das auch noch über den Fernseher live verfolgen kann. Einige Geschwister von Rebecca setzen sich dann sofort ins Flugzeug und fliegen nach Coronado, denn sie wollen vor Ort sein, und das möglichst schnell. Und sie werden dann auch von der Polizei, allen voran ihre ältere Schwester Mary, darüber informiert, was man denn bisher ermitteln konnte. Und ihre Schwester ist von Anfang an davon überzeugt, dass sich Rebecca auf gar keinen Fall selbst umgebracht hat. Erstens mal würden die Umstände überhaupt nicht dafür sprechen, aber zweitens kennt sie ihre Schwester und sie weiß, dass sie sich niemals umgebracht hätte, und sie sind davon überzeugt, dass sie getötet wurde. 3 Tage später, am 16. Juli 2011, stirbt dann auch der kleine Max Shacknai im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Ein 6-jähriger Junge und eine 32-jährige Frau sterben unter mysteriösen Umständen mehr oder weniger im selben Haus. Sind das jetzt hier alles Zufälle? Hängen diese beiden Fälle irgendwie zusammen? Hatte der Unfall von Max etwas mit dem Tod von Rebecca zu tun? Ist sie getötet worden? Oder hat sie sich aufgrund dessen, was mit Max passiert ist, jetzt selbst umgebracht? Jeder, die Öffentlichkeit, die Presse und ich bei meiner Recherche ebenfalls, hat mir zu diesem Zeitpunkt die Frage gestellt: Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Einige Tage nach dem Tod von Max Shacknai gerät dann die Polizei bzw. die leitenden Ermittler immer mehr unter Druck. Die Presse und die Öffentlichkeit wollen Antworten, und die Polizei beschließt dann, eine Pressekonferenz einzuberufen. Der leitende Ermittler stellt sich vor die Mikrofone und verkündet, dass zu diesem Zeitpunkt einfach noch kein abschließendes Ermittlungsergebnis im Fall Rebecca Sahau verkündet werden kann, da die Forensik noch nicht mit ihrer Arbeit fertig ist. Viele Spuren seien im Labor noch nicht ausgewertet worden, und man könnte eben erst konkrete Fakten nennen, wenn diese Spuren alle abgearbeitet worden wären. Eine Journalistin meldet sich dann zu Wort und fragt den leitenden
Ermittler direkt, ob er denn diesen Selbstmord nicht ohnehin ausschließen kann. Denn eine Frau, die an den Händen und an den Füßen so gefesselt worden wäre, wie es bei Rebecca Sahau der Fall war, könnte sich doch sowieso nicht umgebracht haben. Deswegen könnte man diese Selbstmordtheorie doch ohnehin ausschließen. Der Ermittler sagt bei dieser Pressekonferenz aber ganz klar, dass das nicht der Fall ist. Er hätte in seiner Karriere schon sehr viele Selbstmorde untersucht, die unter ähnlich bizarren Umständen stattgefunden hätten. Deswegen kann man ohne alle Ergebnisse, auch der Forensik, überhaupt nicht ausschließen, dass es doch ein Selbstmord gewesen ist. Nach dieser ersten Pressekonferenz werden aber die Spekulationen und Gerüchte immer lauter und auch immer verrückter. Mittlerweile steht auch auf jedem zweiten Titelblatt, dass es ja eventuell auch mit dem Unfalltod von Max Schacknei nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Und auch die bizarren, verrückten Umstände, unter denen Rebecca jetzt gestorben ist, würde doch da irgendwie mit zusammenhängen und das Ganze wird extrem aufgebauscht. Die Polizei reagiert aber schnell und schiebt diesen ganzen Gerüchten, die natürlich auch Rebeccas Familie sehr zu schaffen machen, einen Riegel vor und verkündet, dass es in 2 Wochen eine zweite und abschließende Pressekonferenz geben wird, wo sie dann auch die endgültigen Ermittlungsergebnisse der Öffentlichkeit mitteilen. Und genauso kommt es auch. Sheriff Bill Gore tritt 1,5 Wochen später vor die Mikrofone und fängt zunächst einmal an mit den Gerüchten, um den Tod von Max Schacknei aufzuräumen. Er hat dabei auch Unterstützung, denn der Gerichtsmediziner, der die Autopsie bei Max durchgeführt hat, ist bei der Pressekonferenz mit dabei und gemeinsam erklären sie jetzt der Presse und der Öffentlichkeit, dass Max Schacknei eindeutig durch einen Unfall zu Tode kam. Die Spuren im Haus und alles, was dort ausgewertet worden wäre, würden ganz klar dafür sprechen, dass Max mit seinem Roller eben gestürzt ist und durch den Schlag auf den Boden, wo er eben aufkam im Foyer, sich sehr, sehr schwere Verletzungen des Schädels und auch des Gehirns zugezogen hat. Es wurde außerdem kurz nach seiner Ankunft im Krankenhaus festgestellt, dass an seiner Halswirbelsäule der Spinalkanal verletzt worden ist, der eben auch für die Versorgung des Gehirns und für die Durchblutung zuständig ist. Und diese Verletzung war schwer und inoperabel, sodass schon kurz nach der Ankunft von Max feststand, dass wenn er überhaupt überleben wird, dass er dann körperliche und geistige Behinderungen davontragen wird, wenn er das Ganze überhaupt überlebt. Denn zu diesem Zeitpunkt hing sein Leben bereits am seidenen Faden. Und letztendlich ist Max dann eben an diesen schweren Hirnverletzungen und dadurch, dass eben dieser Spinalkanal die Durchblutung des Gehirnes unterbrochen hat, verstorben. Weiterhin verkündet Sheriff Gore dann, wie die Ermittlungsergebnisse zum Tod von Rebecca Sahau aussehen würden, denn auch da wäre die Polizei inzwischen zu einem abschließenden Ergebnis gekommen, nämlich, dass sich Rebecca selbst getötet hat. Die Polizei konnte ermitteln, dass Rebecca Sahau um 1 Uhr morgens in der Nacht ihres Todes ihre Mailbox abgehört hat. Das konnte durch die Handyauswertung ermittelt werden. Das heißt, dass sie die Nachricht, die ihr Jonah auf die Mailbox gesprochen hat, dass Max Zustand sich extrem verschlechtert hat, auf jeden Fall abgehört hat und somit das Wissen hatte, dass Max wahrscheinlich sterben wird. Daraufhin, so rekonstruieren die Ermittler, hätte Rebecca beschlossen, sich das Leben zu nehmen, weil sie einfach nicht damit leben konnte, dass Max jetzt stirbt. Ein weiteres Indiz dafür, dass sie sich das Leben genommen hat, ist aber nicht nur die Schuldgefühle gegenüber Max und auch gegenüber Jonah und vielleicht sogar auch gegenüber Dina, die sie offensichtlich gehabt hat, nachdem sie diese Voicemail abgehört hat, sondern die Polizei sagt auch, dass Rebecca jetzt von Jonah Schacknei abhängig gewesen ist. Sie hätte ja ihren Job in Phoenix gekündigt und wäre eben jetzt mit ihm nach Coronado gezogen. Doch sie musste jetzt davon ausgehen, dass Jonah Schacknei sie verlassen wird, nachdem jetzt ihr Sohn tot ist und sie eben die Verantwortung für ihn hatte und sich jetzt dieser tragische Unfall ereignet hat. Jetzt würde Rebecca mit nichts dastehen, denn ihren Job hat sie nicht mehr und auch das wäre laut den Ermittlungen ein Grund gewesen, für sie sich das Leben zu nehmen.
Dann macht Sheriff Gore weiter mit den Ergebnissen der Forensik und verkündet zunächst einmal, dass es in diesem Gästeschlafzimmer, wo Rebecca eben dann erhängt, aus dem Balkon hinaus aufgefunden wurde, keinerlei Fingerabdrücke außer ihrer eigenen gegeben hat. Darüber hinaus gab es auch keinerlei Fremd-DNA in diesem gesamten Raum. Auch auf allen Gegenständen, die in diesem Raum gefunden wurden, also ihr Handy, das Handtuch, die Messer, die Farbe und auch die Pinsel, die auf dem Boden lagen und womit ja offensichtlich dieser bizarre Spruch auf die Tür geschrieben wurde, war ihre DNA. Nichts davon weist darauf hin, dass jemand Fremdes mit einer anderen DNA diese Dinge irgendwie berührt hat oder sich in diesem Raum überhaupt aufgehalten hat. Es wurden nur Spuren von ihr selbst in diesem Raum gefunden. Und auch das Blut, das ja auf dem Teppich gefunden wurde, also diese kleineren Tropfen, stammten eindeutig von ihr. Damit nicht genug legen die Ermittler auch die Ergebnisse der Computerforensik vor. Diese hätten das Handy von Rebecca ausgewertet und eben festgestellt, dass sie diese Voicemail abgehört hat. Aber sie sagen auch, dass sie durch die Auswertung der Handydaten den Eindruck gewonnen hatten, dass Rebecca in den letzten 12 Monaten immer mal wieder sehr depressiv gewesen ist. So hätte sie zum Beispiel geschrieben, dass sie sich ständig innerlich leer fühlen würde und dass sie überhaupt keine Freude mehr empfinden würde und dass, wenn sie sich nicht ständig von irgendetwas ablenken würde, dass sie dann nur noch weinen möchte. Auch für das blaue T-Shirt, das Rebecca ja um den Hals hatte und dass sie offensichtlich vorher im Mund hatte, haben die Ermittler auf der Pressekonferenz für die Journalisten eine Erklärung, denn sie sagen, dass Rebecca sich dieses T-Shirt, bevor sie in den Tod gesprungen ist, von diesem Balkon hinaus, sich in den Mund gesteckt hätte, um zu verhindern, dass sie bei dem Sprung laut schreit, sodass Adam eventuell im Gästehaus aufwacht und sie eben doch noch retten kann, bevor sie stirbt. Weiterhin legen die Polizisten dann ein Videoband vor, das eine junge Polizistin zeigt, die sich selbst in der Art und Weise die Beine und auch die Arme fesselt, wie Rebecca das offensichtlich getan hat. Und auf diesem Video sieht man, dass die Polizistin das eigentlich sehr schnell und auch sehr leicht zustande bekommt. Und das ist eben auch etwas, was die Polizisten bzw. eben die Ermittler nochmal zeigen, um eben beweisen zu können, dass es überhaupt kein Problem gewesen wäre oder kein großes Problem gewesen wäre, dass Rebecca sich selbst gefesselt hat. Am Ende geht es dann natürlich aber auch noch um den Schriftzug, der an der Tür gefunden wurde. Dazu sagt die Polizei, dass sie sich sicher ist, dass Rebecca diesen selbst geschrieben hat, da eben auf den Pinseln und auch auf der Farbe, die im Zimmer gefunden wurde, nur ihre Fingerabdrücke und DNA gefunden wurde, was einfach dafür spricht, dass sie auch diejenige war, die es an die Tür geschrieben hat. Die Pressekonferenz endet dann damit, dass der leitende Ermittler offiziell verkündet, dass die Ermittlungen jetzt abgeschlossen sind. Rebecca Sahau hätte sich selbst getötet und der Tod von Max Chagnay wäre ein Unfall gewesen. Ja, Rebeccas Familie ist da allerdings ganz anderer Meinung. Ihre Schwester gibt kurz nach dieser Pressekonferenz ein Interview und sagt, dass sich ihre Schwester grundsätzlich sowieso nicht umgebracht hätte. Sie hätte wenige Stunden vorher noch mit ihr telefoniert und Rebecca hätte ihr noch gesagt, dass sie morgens um 5 Uhr ins Krankenhaus fahren und mit Jonah und Dina sprechen möchte. Sie hätte Pläne gemacht und außerdem sagt Mary dann auch noch zu den Journalisten, dass Rebecca sich auf diese Art und Weise nie und nimmer umgebracht hätte, weil sie ihren Eltern das niemals angetan hätte, dass sie sich nackt erhängt hätte. Also sie hätte niemals gewollt, dass ihre Eltern sie so sehen wollen würden. Deswegen, es wäre für sie nach wie vor völlig ausgeschlossen. Aber die Ermittlungen sind abgeschlossen und der Fall wird zu den Akten gelegt. Und auch wenn Rebeccas Familie in den nächsten vielen Monaten immer versucht, den Fall in der Presse am Leben zu erhalten, dass das nicht vergessen wird, funktioniert das eben nur mäßig, wenn die Polizei eben sagt, die Ermittlungen sind abgeschlossen, es war Selbstmord. Doch wer denkt, dass dieser Fall mit dieser zweiten Pressekonferenz jetzt abgeschlossen ist, der täuscht sich schon wieder. Denn nur wenige Wochen nach dieser Pressekonferenz bekommt eine renommierte Gerichtsmedizinerin namens Julie Malinak in ihrem Büro in San Francisco einen Anruf.
Sie bekommt einen Anruf von Dina Shaknai. Dina ist am Telefon sehr verzweifelt und bittet Julie Malinek, sich den Unfalltod ihres Sohnes noch einmal genauer anzusehen. Denn Dina hat einfach das Gefühl, dass mit dem Unfall, den Max hatte, irgendetwas nicht stimmt. In ihr arbeitet es und sie führt das nicht nur auf die Trauer um den Tod ihres Kindes zurück, sondern sie hat einfach das Gefühl, dass da doch noch mehr dahinter steckt. Und sie möchte eine unabhängige Gerichtsmedizinerin einfach zu Rate ziehen und deswegen meldet sie sich bei Julie Malinek. Diese hat natürlich über den Fall gelesen, allerdings braucht sie natürlich, um direkt sich jetzt ein Bild zu machen, alle Informationen, die sie bekommen kann, und sie bietet Dina an, nach Coronado zu kommen und vor Ort einfach nochmal eine unabhängige Ermittlung anzustreben. Ja, die beiden Frauen treffen sich dann und Julie Malinek bekommt Einblick, sowohl in die Akten des Krankenhauses, wo Max ja behandelt worden ist nach seinem Sturz, als auch in die Akten der Gerichtsmedizin, was denn eigentlich da genau festgestellt worden ist. Und darüber hinaus fordert Julie Malinek aber auch alle Fotos von der Polizei an, die im Haus gemacht worden sind, um sich nochmal einen genaueren Einblick zu verschaffen. Sie bekommt Hilfe, denn Dina Shaknai nimmt sich einen sehr, sehr teuren und guten Rechtsanwalt, der dafür sorgt, dass diese Bilder von der Polizei rausgegeben werden müssen. Und so liegen also jetzt Privatermittlern und auch Julie Malinek, der Gerichtsmedizinerin, alles vor, was sie braucht, um diesen Tod von Max Shaknai noch einmal neu aufzurollen, und genau das macht sie dann auch. Nach der Sichtung aller Bilder und auch aller Unterlagen und Berichte, die ihr zur Verfügung stehen, fällt Julie Malinek einiges sehr, sehr Seltsames auf. Das erste, was sie registriert, ist, dass in dem Haus von Jonah Shaknai Teppichboden liegt. Und zwar genau auf der Ebene, wo der kleine Max mit seinem Racer-Scooter so schnell gefahren sein soll, dass er vor lauter Geschwindigkeit vor dem Treppengeländer nicht mehr abbremsen konnte und dann mitsamt seinen Roller hinuntergestürzt ist. Wie jeder von uns weiß, der selbst schon mal in einem Haus mit den Rollschuhen vielleicht herumgefahren ist, wo Teppichboden liegt, oder vielleicht auch mal mit so einem kleinen Roller irgendwo gefahren ist, wo Teppichboden liegt, ist es sehr, sehr schwer, auf einem Teppichboden mit Rollen herumzufahren und das auch noch so schnell, dass man dann eine Geschwindigkeit erreicht, die man nicht mehr abbremsen kann. Ein Teppichboden bremst rollende Räder, von daher stößt das Julie Malinek bei ihren Ermittlungen schon einmal sehr auf. Das ist aber noch längst nicht alles. Julie findet weiterhin heraus, dass Max überhaupt nicht über das Treppengeländer so einfach hätte drüber fallen können, denn er war schlichtweg zu klein. Sein Schwerpunkt lag unterhalb des Treppengeländers. Das heißt, das Treppengeländer ging Max ungefähr bis hierher. Das heißt, dass das Gewicht, was unter dem Treppengeländer ist, viel schwerer war als das, was über dem Treppengeländer ist. Sodass selbst wenn er da hingefallen wäre, überhaupt nicht drüber hätte fallen können, weil sein Schwerpunkt einfach viel zu tief war. Daraufhin folgert sie also dann, dass Max zwar sehr wohl dort hinuntergestürzt sein könnte, doch ihrer Ansicht nach ist das nicht durch einen Unfall geschehen, sondern er wurde hinuntergeschubst. Die Verletzungen, die Max hatte, und das liest sie dann auch im Autopsiebericht, würden nämlich sehr wohl für einen Sturz sprechen. Allerdings enttarnt sie dann, als sie den Polizeibericht liest, eine offensichtliche Lüge von Rebecca. Wir erinnern uns an den Anfang des Videos zurück, wo ich euch darauf hingewiesen habe, dass ihr euch gut merken sollt, dass Rebecca ja behauptet hat, als sie zu Max gerannt ist, nachdem sie ihn dort hat liegen sehen, dass er bei Bewusstsein war und dass er angeblich das Wort Ocean ausgesprochen hat, also den Namen des Hundes seines Vaters. Doch die Gerichtsmedizinerin Julie Malinek sagt, dass das überhaupt nicht möglich gewesen ist, denn der Spinalkanal war ja verletzt und hat quasi die Durchblutung vom Gehirn oder zum Gehirn unterbrochen, und mit dieser Verletzung und auch mit den Schädelverletzungen, die kurz danach im Krankenhaus festgestellt worden sind, wäre es unmöglich gewesen, dass Max zu diesem Zeitpunkt, als er dort unten lag, bei Bewusstsein gewesen ist. Geschweige denn, dass er gesprochen hätte. Also die
Sprache ist durch diese Verletzung komplett unmöglich. Das heißt, dass Rebecca, als sie den Ermittlern sagte, dass Max das Wort Ocean ausgesprochen hat, offensichtlich gelogen hat. Warum lügt sie? Gemeinsam mit einigen Privatermittlern konstruiert jetzt also aus den ihr vorliegenden neuen Erkenntnissen Julie Malinek, dass sich das Ganze wohl ganz anders abgespielt hat. Laut ihrer Meinung war es nämlich so, dass Max mit dem Roller wieder einmal durchs Haus gefahren ist. Max durfte das eigentlich nicht, denn Jonah Shagnai hatte ihm das ja eigentlich verboten und Rebecca hätte dann eben gerne in die Dusche gehen wollen, doch Max ist mit dem Roller herumgefahren und sie hätte ihn dann eben disziplinieren wollen und ihm den Roller wegnehmen wollen. Doch Max wäre dann wohl mit dem Roller oben auf dem Treppengeländer oder in der Nähe des Treppengeländers auf dem Teppich herumgefahren und Rebecca wäre dann wohl zu ihm hingegangen und hätte versucht, ihn vom Roller herunterzuziehen und dabei hätte sie ihn eben dann unter den Schultern gepackt und ihn vom Roller wegziehen wollen und dabei hätte sich Max dann wohl gewehrt und wäre dann über das Treppengeländer hinübergefallen. Das würde nämlich auch erklären, wie es dazu kommt, dass er überhalb seines Schwerpunkts gewesen ist, einfach weil er hochgehoben wurde. Ja, als Max dann dort unten auf dem Boden lag, wäre Rebecca hinuntergelaufen und ihr wäre klar geworden, was passiert ist. Woraufhin sie dann eben natürlich unter Schock gestanden wäre und dann versucht hätte, Max wiederzubeleben und ihrer Schwester gerufen hätte, die dann die 911 angerufen hat. Und da sind sie wieder, die ganz, ganz vielen großen Fragezeichen in diesem Fall. Könnte das wirklich so gewesen sein? Sprechen diese ganzen kleinen Ungereimtheiten, die Julie Malinek jetzt mit ihrem Ermittlungsteam im Auftrag von Dina Shagnai gewonnen hat, dafür, dass Rebecca direkt verantwortlich gewesen ist für den Unfall von Max? Hat sie sich deswegen umgebracht, weil sie wusste, dass sie nicht indirekt, sondern direkt verantwortlich ist für den Tod des Kleinen? Fragen über Fragen. Ein weiterer schwerer Schlag für die Familie von Rebecca Sahau. Nicht nur müssen sie mit dem Tod ihrer Tochter und auch ihrer Schwester zurechtkommen, sondern jetzt auch mit der Tatsache, dass Beweise an die Öffentlichkeit gekommen sind, dass Rebecca jetzt wohl auch direkt für den Tod des kleinen Max verantwortlich sein soll. Daraufhin nimmt sich auch die Familie von Rebecca einen guten Anwalt und engagiert wiederum selbst ein Ermittlerteam, das jetzt ihren Tod wieder genau unter die Lupe nimmt und auch teilweise den Tod von Max. Bei diesen neuen Ermittlungen, die durch Rebeccas Familie jetzt angestiftet werden, wird auch ein Forensiker befragt, der sich noch einmal mit den Autopsieberichten und allem anderen, was den Tod von Rebecca angeht, beschäftigt und er sagt zum Beispiel, dass er in seinen 45 Jahren, in denen er jetzt schon Forensiker ist, noch niemals einen Selbstmord einer Frau untersucht hat, die bei ihrem Selbstmord nackt war. Also so etwas hat er noch niemals erlebt, dass sich eine Frau splitternackt ausgezogen hat, bevor sie sich selbst umgebracht hat. Nach diesen Aussagen stimmt Rebeccas Familie dann einer erneuten Autopsie zu. Rebeccas Körper wird exhumiert und noch einmal einer weiteren Autopsie unterzogen. Der neue Gerichtsmediziner stellt fest, dass Rebecca signifikante Wunden auf dem Kopf hatte. In der ersten Autopsie wurden zwar diese Wunden auch gesehen und auch dokumentiert, jedoch wurde das darauf zurückgeführt, dass Rebecca, als sie quasi in den Tod gestürzt ist, mit dem Kopf von hinten an den Balkon angestoßen wäre und sich die Verletzungen dadurch zugezogen hätte. Der neue Gerichtsmediziner eben sagt jetzt, dass das unmöglich ist, dass sie sich diese signifikanten Wunden durch einen Schlag auf den Kopf durch das Balkongeländer zugezogen haben könnte. Das wäre unmöglich. Es spricht viel mehr dafür, dass Rebecca mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden ist. Ja, mit diesen vielen neuen Ergebnissen geht dann Rebeccas Familie auch noch einmal zur Polizei und beantragt, dass das Ganze wieder aufgenommen wird. Genauso macht es im Übrigen auch Dina gemeinsam mit ihrem Anwalt. Auch sie möchte, dass der Tod ihres Sohnes noch einmal ganz neu untersucht wird. Doch die Polizei lehnt beides ab. Also weder wird der Tod von Rebecca noch der Tod von Max noch einmal aufgerollt. Für die Polizei ist durch ihre Ermittlungen alles deutlich und klar geworden. Das eine war ein Unfall, das andere war ein Selbstmord
und Schluss. Heath Greer ist der Anwalt von Rebeccas Hausfamilie und er ist vor allen Dingen auch der Anwalt ihrer älteren Schwester Mary. Und dieses Nein von der Polizei möchte er sich auf gar keinen Fall bieten lassen. Er kämpft weiter und er sagt, dass es nur einen einzigen Menschen geben würde, der für den Tod von Rebecca verantwortlich sein könnte. Und das ist nicht sie selbst, sondern eindeutig Adam Shacknai. Er hat nämlich gemeinsam mit Privatermittlern nicht nur Rebeccas Autopsie neu veranlasst und dadurch neue Spuren gefunden, die seiner Meinung nach auf einen Mord hindeuten, wie zum Beispiel eben auch diese signifikanten Wunden an ihrem Kopf. Nein, er hätte auch Adam Shacknai genauer unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass Adam zwar noch nie vorher angeklagt worden ist oder eine Straftat begangen hat, doch dass Adam ein sehr, sehr seltsamer Typ wäre. Also er hätte herausgefunden mit Hilfe seiner Ermittler, dass Adam wohl immer mal wieder gerne Pornografie in irgendeiner Art und Weise konsumiert hätte. Darüber hinaus hätte er auch herausfinden können, dass Adam sehr oft und sehr lange seine Zeit auf Booten verbracht hätte in der Vergangenheit und dort eben auch immer wieder diese gewissen Knoten, die sehr signifikant sind, auf diesen Schiffen gemacht hätte. Also er hätte da immer wieder mit diesen Seilen auch zu tun gehabt, die eben auch Rebeccas Hände und Füße und auch ihren Hals ja stranguliert und gefesselt hätten. Und solche ähnlichen Seile hätte man auch auf diesen diversen Booten und Schiffen gefunden, wo sich Adam Shacknai immer wieder aufgehalten hat. Also es hätte da Zeugen gegeben, dass diese Seile da vor allen Dingen in Rot, aber auch in Blau immer wieder herumgelegen wären und dass ja da auch immer wieder mal Seile weggekommen sind. Mit diesen neuen Beweisen gegen Adam Shacknai taucht dann Keith Greer einige Tage später bei der Polizei auf. Aber er hat nicht nur diese neuen Erkenntnisse, die er gewonnen hat, im Petto. Nein, er bringt auch gleich eine Zeugin mit aufs Polizeirevier, die jetzt endgültig dafür sorgen soll, dass der Tod bzw. die Ermittlungen zum Tod von Rebecca Sahau noch einmal neu aufgerollt werden. Und was diese Zeugin bei der Polizei aussagt, ist einfach unfassbar. Sie sagt nämlich, dass sie in der Nacht des Todes von Rebecca Sahau wach geworden ist und eine Zigarette aus ihrem Fenster hinaus geraucht hat. Ihr Haus ist direkt gegenüber des Anwesens von Jonah Shacknai und sie hätte gesehen, wie nach Mitternacht eine Frau, die genauso aussah wie Dina Shacknai, das Haus betreten hätte. Sie hätte sich erst nichts dabei gedacht, aber diese Frau dann in der Nacht dort zu sehen, kam ihr doch etwas seltsam vor und deswegen hätte sie eben nochmal genauer hingeschaut und hätte dann eindeutig Dina Shacknai erkannt, weil ja deren Bilder dann einige Wochen später überall in der Presse gewesen sind. Man kann sich natürlich jetzt an dieser Stelle fragen, warum diese Zeugin jetzt erst viele, viele Monate später mit dieser Aussage rüberkommt, wenn sie doch angeblich Dina Shacknai in dieser Nacht dort gesehen hat. Warum hat sie das dann nicht gleich der Polizei gesagt? Ja, ob sie das gefragt wurde, das weiß ich nicht, aber das Ganze hat sich dann ohnehin komplett in Luft aufgelöst, denn es konnte eindeutig belegt werden, dass Dina Shacknai in dieser Nacht von Rebeccas Haustod nicht im Haus ihres Ex-Mannes gewesen ist, denn sie war die ganze Nacht im Krankenhaus. Dafür gibt es mehrere Zeugen, unter anderem eben Jonah Shacknai selbst, aber auch mehrere Ärzte und obendrein gibt es viele, viele Videokameras, die Dina Shacknai in der Nacht im Krankenhaus immer wieder aufgenommen haben und es gibt auch eine Kamera am Ausgang bzw. am Eingang dieses Krankenhauses und da hätte man auf jeden Fall sehen müssen, wenn Dina in der Nacht das Krankenhaus verlassen hätte und Stunden später erst wieder gekommen wäre und das war nicht der Fall. Das zeigt einmal wieder mehr, was passieren kann, wenn sich so ein Fall in der Öffentlichkeit aufbauscht, nämlich einfach falsche und verheerende Zeugenaussagen. Wer jetzt allerdings denkt, dass dieser Fall an dieser Stelle zu Ende ist, der täuscht sich gewaltig wieder. Denn es geht spektakulär weiter. Denn Keith Greer strebt jetzt gemeinsam mit der Familie von Rebecca einen Zivilprozess gegen Adam Shacknai an. Sie haben nämlich trotzdem, und das sagen sie auch ganz klar, werden sie vor Gericht vorlegen können, unheimlich viele Beweise dafür,
dass Adam Shacknai Rebecca getötet hat. Ein Zivilprozess kann in den USA dann geführt werden, wenn keine Anklage vom Staat erhoben wird. Und in diesem Fall wird keine Anklage vom Staat erhoben, denn kein Staatsanwalt wird Klage erheben, denn laut den Ermittlern gibt es keinen Grund zur Klage, da ja die Ermittlungen abgeschlossen sind und es in ihren Augen ein Selbstmord ist. Trotzdem gibt es die Möglichkeit einer Zivilklage. Das heißt, zivile Personen wie du und ich verklagen sich oder die eine Seite klagt die andere an und die andere verteidigt sich dann wiederum. Das ist trotzdem immer noch möglich und genau das versucht Rebeccas Familie. Sie klagt Adam Shacknai an und dieser wird dann auch in diesem Zivilprozess tatsächlich vor Gericht gestellt in Kalifornien. Was ich nicht genau wusste, weil ich es noch nicht sehr oft mit Zivilprozessen in den USA zu tun habe, ist, dass bei einem Zivilprozess derjenige, der angeklagt wird, wohl nicht mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss. Also das ist nur möglich, wenn der Staat anklagt, das heißt, wenn wir einen Staatsanwalt haben. In diesem Fall haben wir das aber nicht. Es geht aber jetzt einfach darum, vor allem Rebeccas Familie darum, dass dieser Selbstmord einfach vom Tisch ist und dass in diesem Zivilprozess bewiesen wird, dass Rebecca sich nicht umgebracht hat. Und darüber hinaus verlangen sie auch noch eine Entschädigung von 5 Millionen Dollar. Auch das spielt eine große Rolle in diesem Zivilprozess, der dann tatsächlich auch geführt wird. Ja, ich war sehr enttäuscht, dass man diesen Zivilprozess nicht online schauen kann. Es gibt hier und da Ausschnitte, aber den kompletten Prozess kann man leider nicht schauen. Ihr wisst, dass ich das immer sehr gerne mache und ich hätte das auch sehr gerne in mein Video mit einfließen lassen. Ja, das war leider nicht möglich, aber ich habe trotzdem versucht, den Prozess so ein bisschen für euch mit aufzuarbeiten und werde euch jetzt abschließend noch sagen, was jetzt in diesem Prozess genau zur Sprache kam. Ja, Adam Shacknai bekennt sich gleich am Anfang nach den Eröffnungsplädoyers seines Anwalts und auch dem Eröffnungsplädoyer von Keith Greer nicht schuldig. Er sagt oder lässt gegenüber seinem Anwalt einfach verlauten, dass er nichts mit dem Tod von Rebecca zu tun hat und dass er das auch jetzt schon mehrfach immer wieder wiederholt hat. Und auch sein Anwalt sagt in seinem Eröffnungsplädoyer, dass es keinerlei Beweise dafür geben würde, dass sein Mandant irgendetwas mit dem Tod zu tun hat. Deswegen versteht er überhaupt nicht, was wir hier alle eigentlich sollen. Adam Greer hält allerdings dagegen und führt in diesem Zivilprozess sehr viele, wie ich auch fand, interessante neue Beweise ein. So zum Beispiel sagt eine Zeugin im Zeugenstand aus, sie hätte in der Nacht von Rebeccas Tod einen lauten Schrei gehört. Den Schrei einer Frau nach Hilfe. Jetzt habe ich mir natürlich im ersten Moment gedacht, naja, wenn das wieder genauso eine gute Zeugin ist von Keith Greer wie die, die gesagt hat, sie hätte Dina Shacknai gesehen, dann kann man diese Aussage vergessen. Doch genauso ist es nicht. Denn was in diesem Zivilprozess zum Vorschein kommt, ist, dass diese Zeugin, die diesen Hilferuf gehört hat, am nächsten Tag, nachdem der Tod von Rebecca in den Medien öffentlich wurde, sofort zur Polizei gegangen ist und diese Aussage gemacht hat, dass sie diesen Schrei gehört hätte. Diese Aussage wurde aber offensichtlich bei der Polizei nicht dokumentiert, beziehungsweise sie wurde zwar dokumentiert, aber sie wurde nicht an die Öffentlichkeit gegeben und sie hat auch niemals irgendwie den Weg in die Öffentlichkeit oder in diese Pressekonferenz gefunden. Sie wurde einfach schlichtweg unter dem Teppich gehalten. Wenn aber jetzt diese Aussage dieser Zeugin stimmt, die sie auch am nächsten Tag bei der Polizei gemacht hat, dann muss man davon ausgehen, dass Rebecca nachts um Hilfe gerufen hat. Und warum sollte sie um Hilfe rufen, wenn sie sich selbst umbringen will? Weiterhin legt Keith Greer dann auch neue forensische Erkenntnisse vor. Ich hatte euch ja, als ich über die Pressekonferenz der Polizei gesprochen habe, schon gesagt, dass es zwei Messer gab, die auf dem Boden in diesem Raum, wo eben sich das Ganze abgespielt hat, in diesem Gästeschlafzimmer gefunden wurden und dass an beiden Messern Blutanhaftungen waren. Die ersten Ermittler haben ja auch diese Messer im forensischen Labor untersucht und festgestellt, dass es sich um das Blut von Rebecca handelt. Und jetzt in diesem Zivilprozess sagt Keith Greer, dass das auch tatsächlich der Fall gewesen ist. Nur, dass an dem größeren Messer die Fingerabdrücke von Rebecca auf der Klinge waren.
und nicht etwa auf dem Griff, sondern auf der Klinge. Für ihn spricht das dafür, dass sie versucht hat, sich mit dem Messer die Fesseln durchzuschneiden. Denn die Positionen ihrer Fingerkuppen auf dem Messer würden genau dafür sprechen, dass sie das Messer so gehalten hat, um sich nicht selbst zu verletzen, aber trotzdem zu versuchen, mit diesem Messer etwas zu tun. Und das Einzige, was man daraus schlussfolgern kann, wäre laut seiner Ansicht, dass sie versucht hat, sich die Fesseln durchzuschneiden. Weiterhin, und jetzt wird es wirklich noch einmal richtig bizarr und auch sehr, sehr heftig, legt er dann auch die forensischen Beweise des kleineren Messers, das gefunden wurde, noch einmal vor. Auch darauf wurden ja Blutanhaftungen gefunden. Allerdings nicht auf der Klinge, sondern diesmal auf dem Griff. Dieses Blut wurde in einem unabhängigen Labor durch Keith Greer einfach nochmal untersucht und es wurde festgestellt, dass das Blut auf dem Griff menstruelles Blut gewesen ist. Das kann man anhand der Zellen feststellen, denn wenn es sich um arterielles Blut, also frisches Blut handelt, sind die Zellen anders, wie wenn es menstruelles Blut ist. Also das heißt, wenn eine Frau ihre Periode hat, dann sind diese Zellen, die sich in diesem Blut befinden, größer und sehen halt auch ganz einfach signifikant anders aus. Und es konnte festgestellt werden, dass das Blut, das sich am Griff dieses kleinen Messers gefunden hat, menstruelles Blut ist. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, wie kommt menstruelles Blut von Rebecca Sahau an den Griff dieses kleinen Messers? Und ja, Keith Greer und sein Team schlussfolgern daraus, dass Rebecca mit dem Griff dieses Messers misshandelt worden ist. Man konnte auch bei der Autopsie feststellen, dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes ihre Periode hatte. Am Ende kommt dann Keith Greer aber zu dem seltsamsten und auch wirklich am allermeisten hinterfragtesten Indiz dieses ganzen Falles zu sprechen, nämlich ist es der Satz, der mit schwarzer Farbe an die Tür geschrieben wurde. Und auch da legt er Beweise vor, zumindest seiner Meinung nach Beweise der Jury vor, dass Rebecca Sahau diesen Satz nicht selbst geschrieben hat. Zum einen erklärt er, dass wenn ein Mensch an dieser Tür gestanden hat, um dort etwas hinaufzuschreiben, dass er dann in der Höhe des Schulterareals geschrieben hätte. Also so wie wenn ich jetzt hier schreibe, dann hätte quasi die Schrift hier sein müssen. Man hat dann aber festgestellt in weiteren Untersuchungen, dass Rebecca viel zu klein gewesen ist, dass dieser Schriftzug an der Tür in dieser Höhe gewesen ist. Das heißt, es muss jemand diesen Satz geschrieben haben, der größer ist, weil die Schrift zu weit oben war. Das heißt, laut Keith Greer hat den Satz jemand geschrieben, der wesentlich größer als Rebecca war und der Einzige, der zu diesem Zeitpunkt Zugang zum Haus hatte und auch dort gewesen ist, nachweislich, war Adam Shockney und der war mindestens einen Kopf größer als Rebecca Sahau. Damit nicht genug, ruft er dann auch einen forensischen Schriftgutachter auf, der dann auch nochmal im Zeugenstand erklärt, dass nach seiner professionellen Meinung die Schrift, die an der Tür gefunden worden ist, nicht Rebecca Sahau gehört, weil ihre Schrift nach links ausgerichtet war und die Schrift an der Tür eher nach rechts ausgerichtet ist. Und nach einer Schriftprobe, die man sich dann von Adam Shockney besorgt hat, war seine Schrift tatsächlich mehr rechts ausgerichtet, was eben auch sehr gut dazu passen würde. Davon abgesehen wird dann auch vor Gericht auch noch ein Bild bzw. mehrere Bilder vorgelegt, wo Adam Shockneys Handschrift noch einmal genau aufgezeigt wird. Und er hat eine ganz, ganz eigene Art, ein M zu schreiben. Nämlich zieht er den letzten Strich beim M etwas weiter nach unten und genau so war es auch an der Tür. Deswegen sagt dieser Schriftsachverständigen-Gutachter dann auch vor Gericht aus, dass nach seiner Meinung diesen Satz an der Tür Adam Shockney geschrieben hat und nicht Rebecca Sahau. Beziehungsweise er sagt, dass es wahrscheinlicher ist, dass es Adam geschrieben hat als sie. Auch Jonah Shockney sagt im Zeugenstand aus, er wird sowohl von dem Verteidiger seines Bruders, den er im Übrigen bezahlt hat, als auch von Keith Greer befragt
Und Jonah Shagnai sagt im Zeugenstand aus, dass er seinen Bruder absolut für unschuldig hält. Er sagt dann auch nochmal, dass er sich selbst die Schuld gibt am Tod von Rebecca, die sich seiner Meinung nach umgebracht hat, wegen dem, was mit Max passiert ist. Und er versucht, seinen Bruder im Zeugenstand zu rehabilitieren und sieht auch die Jury direkt an und sagt, dass Adam das niemals getan hätte. Ja, 6 Wochen nachdem dieser Zivilprozess begonnen hat, ist er dann auch schon zu Ende und die Jury zieht sich in ihre Beratungen zurück. Es sind 12 Jurymitglieder, genauso wie wenn es eben ein normaler Prozess ist, der durch die Staatsanwaltschaft eben erhoben wird. Der Unterschied ist nur, dass in einem Zivilprozess sich die Jury nicht komplett einig sein muss über das Urteil. Es reicht, wenn mindestens 9 Geschworene für eine Richtung sind, um ein Urteil schuldig oder nicht schuldig zu sprechen. Und in diesem Fall ist es genau so. 9 Jurymitglieder sind von der Schuld von Adam Shagnai überzeugt und nur 3 glauben, dass er nichts mit dem Tod von Rebecca Sahau zu tun hat. Ja, dementsprechend wird Adam Shagnai schuldig gesprochen und ab sofort, so habe ich das jetzt zumindest verstanden, darf der Tod von Rebecca Sahau nicht mehr als Selbstmord angesehen werden, sondern muss als Mord geführt werden. Und darüber hinaus wurde Rebeccas Familie dann auch eine Entschädigung von 5 Millionen Dollar zugesprochen, die eben Adam Shagnai der Familie zahlen muss. Also so habe ich das jetzt verstanden. Im Nachgang dieses Zivilprozesses hat sich dann sowohl Adam als auch die Familie von Rebecca, angeführt von ihrer älteren Schwester Mary, vor der Presse geäußert. Mary war überglücklich, dass sie ihrer Schwester, so hat sie gesagt, Gerechtigkeit verschafft hat. Und Adam Shagnai hat einfach nur vor der Presse gesagt, dass er es unfassbar findet, was da gerade passiert ist, dass es kein einziger eindeutiger Beweis war, der ihn jetzt hier schuldig gesprochen hat und ja, er war völlig sprachlos, aber die Geschworenen haben sich eben 9-3 dafür entschieden, dass er für ihren Tod verantwortlich ist. Wie das Ganze jetzt letztendlich abgelaufen sein soll, darüber wurde dann im Schlussplädoyer auch noch einmal von Keith Greer gesprochen. Seiner Ansicht nach war es so, dass Rebecca sich im Haupthaus aufgehalten hat an diesem Abend oder in dieser Nacht. Adam wäre dann vom Gästehaus hinübergekommen und die beiden hätten zuerst diskutiert und dann angefangen zu streiten. Adam hätte Rebecca vorgeworfen, dass sie schuld am Unfall von Max ist, worauf sie sich dann eben ja verteidigt hätte. Dann hätte Adam wohl einen Gegenstand genommen, mit dem er Rebecca dann vor Wut im Streit auf den Kopf geschlagen hätte, woraufhin sie dann zusammengebrochen wäre. Und dann hätte er eben sie zuerst noch misshandelt, unter anderem eben auch mit dem Messer, was ich halt vorher schon euch gesagt habe. Und dann hätte er diesen Selbstmord inszeniert. Das ist also das, wovon Keith Greer ausgeht, wie das passiert sein soll und was er dann eben auch nochmal am Ende in diesem Prozess gesagt hat. Und 9 Geschworene haben das dann auch wohl in Verbindung mit allem anderen, was in diesem Zivilprozess noch aufgebracht wurde, geglaubt. Urteile in Zivilprozessen werden in den USA meist angefochten. Da das Ganze erst 2018 stattgefunden hat, weiß ich aktuell nicht, ob Adam Shagnai gegen dieses Urteil noch einmal Berufung eingelegt hat, wovon ich aber sehr, sehr sicher ausgehe. Allerdings weiß ich den aktuellen Stand nicht. Dazu konnte ich nichts finden bzw. recherchieren. Ich könnte mir aber eben gut vorstellen, dass er das Ganze anfechtet und dass das noch längst nicht vorbei ist. Es gab Momente in meiner Recherche, wo ich wirklich davon überzeugt gewesen bin, dass es genau so war, wie die Polizei es ermittelt hat. Der kleine 6-jährige Max ist schlimm verunfallt und ist daraufhin im Krankenhaus gestorben. Und Rebecca hat sich schlimme Vorwürfe deswegen gemacht und war ja offensichtlich auch in der Vergangenheit schon hier und da in seelisch sehr schlechter Verfassung, was eben ihre Handydaten unter anderem auch nach der Auswertung gezeigt haben und hat sich deswegen das Leben genommen. Und zwar auf so eine wirklich sehr, sehr seltsame und sehr brutale, aber auch verrückte Art und Weise. Dann gab es aber auch genauso wieder Momente in meiner Recherche, vor allem nachdem dann
Dina Shacknai auch Julie Malinek engagiert hat, um den Tod von Max noch einmal zu untersuchen, wo ich mir dann sicher war, dass der Tod von Max vielleicht ein Unfall war, aber einer, der doch irgendwie vielleicht hervorgerufen wurde. Vielleicht wurde Max wirklich dort hinuntergestoßen, denn ich konnte mir sehr schwer vorstellen, wie dieser kleine 6-jährige Junge, der ja auch sehr, sehr leicht gewesen ist, mitsamt seinem Roller, der ja auch einiges gewogen hat, dort hinuntergefallen ist. Genauso wenig konnte ich mir, als ich in meiner Recherche dann an diesem Punkt gewesen bin, vorstellen, dass Rebecca Sahau sich auf diese Art und Weise umgebracht hat. Dass sie dieses ganze Zimmer so inszeniert hat mit diesem Blut und mit dieser roten Schnur und dass sie sich da wirklich dann aus diesem Balkon hinausgestürzt hat. Das ist doch alles, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Am Ende meines Videos stehe ich mit ganz, ganz vielen Fragezeichen da und weiß einfach nicht, was ich von diesem ganzen Fall halten soll. Es gibt so viel Durcheinander in diesem kompletten Prozess, in meiner kompletten Recherche. Wie gesagt, ich war oftmals wirklich kurz davor hinzuschmeißen und ich habe auch jetzt das Gefühl, dass auch ihr wahrscheinlich jetzt völlig verwirrt vor euren Handys oder Laptops oder Tablets oder wo ihr dieses Video auch gerade immer schaut, sitzt und euch denkt, was? Ja, aber genau dieses Was ist eben das, was diesen Fall ausmacht und was ihn für mich einfach zu, und ich habe es euch am Anfang des Videos schon gesagt, einem der wirklich seltsamsten Fälle macht, mit denen ich es je zu tun habe, wo ich am Ende meines Videos mit keiner Antwort und mit keiner Meinung dasitze. Seit ich meine Recherche abgeschlossen habe, bekomme ich den Satz, der mit schwarzer Farbe an der Tür dieses Gästeschlafzimmers geschrieben wurde. She saved him, can you save her? Also sie hat ihn gerettet, kannst du sie retten? Nicht mehr aus meinem Kopf. Ich kann mir schon vorstellen, was dieser Satz irgendwie zu bedeuten hat. She saved him, sie rettet ihn, Rebecca rettet Max. Can you save her? Kannst du sie retten? Sie, Rebecca. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, was das bedeuten soll, aber andererseits auch wieder nicht. Meine Lieben, damit verabschiede ich mich von euch jetzt aus diesem sehr, sehr langen Fall heraus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe ganz bald, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.